Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 3. März 2024 beginnend heute hier am Strand von Maspalomas. Aber das ist nur die Einleitung. Das ist nur der Anfang des Videos, die Realität. Ja, weil es eben so schön ist hier am Strand, deswegen kann man ja anfangen. Ich habe ja beim Morgen-Video, beim Wettervideo was vergessen. Und zwar ganz wichtige Informationen, die gibt es zum Karneval in der Zeitung Gran Canaria Olé. Da ist auch die Route eingezeichnet. Für alle, die es nicht wissen, am 16. ist der Umzug, ein Tag vor Ende des Karnevals. Und wer dann am 16. gerade hier ankommt oder hier weg muss oder irgendeinen wichtigen Termin hat, der sollte sich vorher genau erkundigen, ob das zu dieser Uhrzeit möglich ist. Und damit ihr auch einen besseren Überblick habt, wo das ist und wie das aussieht, gibt es die Beschreibung und eine Karte in der Gran Canaria Olé. Es ist ja noch ein bisschen Zeit und alle, die hier sind, die können sich die Gran Canaria Olé kaufen. Da, wo es Zeitungen gibt, wo es auch die Bild-Zeitung gibt, da gibt es die Gran Canaria Olé. Also ganz wichtig für die, die jetzt 16. März dann hier ankommen bzw. hier abreisen müssen. Ja, wo geht's heute hin? Heute geht's nach Maspalomas. Denn da gibt es eine Ausstellung. Und das ist ja direkt bei uns vor der Haustür. Und insofern dann, um die kanarischen Produkte, die einheimischen Produkte näher zu bringen, wir werden ja immer gefragt, lohnt es sich auf den Markt zu gehen? Lohnt es sich auf diesen Markt zu gehen? Und ja, da muss man dann immer sagen, naja, kommt drauf an, was ihr vorhabt, was ihr haben möchtet, was ihr sehen wollt. Aber diese Feria-Ausstellung, diese geballte Ladung an Produkten der Inseln, das ist ganz, ganz selten. Und da werden wir dann hinschauen, wenn nichts dazwischen kommt. Das ist ja der Plan B sozusagen dann für heute Mittag. Und deswegen, das ist in der Nähe vom Riesenrad. Das heißt, im Campo International. Oh, und da sehe ich gerade schönes Segelboot und schöne Wellen dazu. Ja, also da werden wir heute hingehen und werden dann da ein bisschen berichten. Und ich sage jetzt erstmal, das war's für den Moment. Bis später, Realität unterwegs. Ja, das ist zu schön, man kann da nicht hier abschalten, das geht nicht. So, bis später. Der zweite Teil der Realität hier am Barranco de Maspalomas, das trockene Flussbild vis-à-vis von dem Parcours für die Skateboardfahrer und den Kindern auf der anderen Straßenseite. Und nur weil ich jetzt gerade hier bin, ich bin genau an der Anlage Los Claveles Park, die Anlage, wo man auch dann monatsweise mal buchen kann bzw. der Langzeiturlaub machen kann. Und zwar hier ist der offizielle Eingang. Auf der anderen Seite gibt es auch einen, aber hier ist Bungalows Los Claveles. Hier habt ihr die Telefonnummer und hier könnt ihr euch erkundigen, ob und wann was frei ist. Das heißt, schöne Bungalows, die haben zwei Terrassen, eine vorne, eine hinten. Und ja, ich sag mal, so eine privat geführte Anlage. Und die Menschen, die da wohnen, die sind auch immer zufrieden. Ja, und jetzt geht's zur Ausstellung, zur Feria, wie man hier sagt, zur Messe, Handwerksmesse, wenn man so übersetzen möchte. Und davor noch ein bisschen Information
Der Gemeindebereich Maspalomas erstreckt sich ja hier über das gesamte Gebiet. Und da werden auch diverse Veranstaltungen angeboten. Gerade auch viel genutzt von den Menschen, die hier länger sind, überwintern, Urlaub machen, ganz einfach ihre Freizeit auch verbringen möchten. Und hier habt ihr die Möglichkeit, da eben an dem Leben mit teilzunehmen. Informationen über die Veranstaltung, die gibt es einmal in der Gran Canaria Olé zum Beispiel, aber auch in den Touristenbüros, in den Touristenzentren. Da habt ihr dann die Möglichkeit zu erfahren, wo und was los ist und das dann eben auch nutzen. Gerade wie schon einige Male berichtet, die Gegend hier ist eben sehr gut zum Fahrradfahren, für Fußgänger, und ihr seht es ja jetzt auch an dem Weg. Man hat hier ab und zu mal die Straße zu queren, aber ansonsten relativ unkompliziert. Auch so groß, dass man sich groß verlaufen, verfahren könnte, ist es nicht. So, vor uns ist das Riesenrad Holiday World. Hier sind die Bushaltestellen, da kann man auch mit dem Bus kommen, fahren. Und ja, dahinter und auf der linken Seite dann, da befindet sich sozusagen das Freizeitangebot von Maspalomas. Das ist nicht das Stadion, ich betone das. Das Stadion ist in dem Teil San Fernando bei der Gemeindeverwaltung. Da sind wir jetzt nicht. So, wir müssen irgendwo rüber. So, hier habt ihr nochmal die Tafel. Campo Internacional, Playa de Inglés. Und hier Holiday World. Ja, ihr seht selber, Fahrradfahrer, Fußgänger. Und hier die Bushaltestelle, beide, in beide Richtungen. Die heißt Holiday World, so wie dieses Zentrum hier. Und da hat jemand mal gefragt, die gelben Markierungen hier, die sind das Verbot für Autos zu parken. So, und hier habt ihr, Moment, hier habt ihr die ganzen Busverbindungen, hier habt ihr sie auf einen Blick, was für Linien hier wegfahren. Flughafen 36 und 66 kostet 4,05 Euro und wenn ihr nach Playa de Inglés wollt, kostet es 1,40 Euro. Also eine kleine Rundreise hier. Das 1,40 ist auch vom ersten Haltepunkt vom Faro, vom Leuchtturm. Da ist der Preis genau der gleiche. So, zur Information. Hier ist das Riesenrad und auf der anderen Seite hinter mir, hinter uns, da ist der Shopping Center Faro 2. Hier geht's in den Vergnügungspark vorne links, was ich es öfter auch schon mal empfohlen habe und auch genutzt habe, dieses kleine Café hier, Palm Casino oder wie heißt es, glaube ich, Moment, werde ich gleich sehen, Palm Casino Bar, genau, Palm Casino. Da kann man schön draußen sitzen und kann das ganze Leben hier so an sich vorbeiziehen lassen. Ja, die Realität mal abseits vom Strand, abseits vom Wasser. Und ihr seht es auch immer wieder hier viele Fahrradfahrer unterwegs, Fußgänger.
Und hier geht es dann in das Zentrum hinein. Hier gibt es die Bowlingbahn, auch sehr beliebt. Sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig hier unten drunter durchgehen und nicht oben. Das sind ja welche, die sind in akrobatischen Meisterleistungen und versuchen da über die Straße zu hüpfen. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man doch weiß, dass man hier bequem unten durchgehen kann. Ja, gerade haben wir den Marc getroffen, der war auch da, aber der hat es eilig, der hat noch nicht mal Zeit für ein Interview gehabt. Aber das macht nichts, man sieht sich, man trifft sich und man unterhält sich dann. Ja, nur dass ihr mal seht, was hier so möglich ist, was los ist. Hier macht man den Trödelmarkt, hier fängt er an. Hier hat man Fahrräder festgemacht. Und das ist der normale Wochenendausflug, der Wochenendbetrieb, in den jeder Gast hier auch mit eintauchen kann. Ja, das ist der Trödelmarkt, da will ich nicht hin. Aber das geht ja da drüben dann weiter. Die Sachen sind da hinten, ja, auf der anderen Seite. Die weißen Dinger da sind. Auf der anderen Seite vom Barranco. Das ist auf der anderen Seite, das ist der Park. Du wirst schon sehen. So, ja, man hört auch Deutsch. Ganz klar, hier sind, das ist ja nicht unbekannt und ich war ja auch ein paar Mal hier. Ich möchte euch eben nur zeigen, dass man hier auch seine Freizeit gut verbringen kann. Ohne Strand und Meer. Ja, aber wir besuchen heute nicht den Trödelmarkt. Nein, unser Ziel ist heute ein anderes. Da gibt es auch Folklore, ganz klar. Und wie immer das Parkplatzproblem. Aber für uns nicht, nein. Wir gehen jetzt mal Richtung Pepe Scheringo, damit ihr einen Anhaltspunkt habt. Pepe Scheringo ist so der Wegweiser hier unten. Jeder weiß, was gemeint ist, diese Frittenbude, der Fast Food. Da gibt es einen guten Kaffee, ein gutes Bier und gibt Toiletten und natürlich auch was zu essen, ganz klar. Geschmackssache, wer das schnelle Essen mag. So, und das ist jetzt die Feria, die Ausstellung. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Stopp. Ich zeige euch mal den Pepe Scheringo. Und dann werde ich auch mal ein Mikro auspacken, glaube ich. Also hier ist richtig was los. Günstiges, gutes Essen und Trinken. Und hier links sind die Toiletten und vorne ist dann der Campo. Das heißt für die Veranstaltungen und die Konzerte. Ja, wie ich das letzte Mal hier war, da war nichts los und schaut euch an. So sieht das jetzt hier aus beim Pepe Scheringo. Man geht hin, kauft, das ist jetzt ein bisschen eine Schlange. Das bedeutet, man muss da ein paar Minuten warten, dann nimmt man sein Tablett und setzt sich dahin, wo Platz ist. Ja, ich hatte auch gerade eben an den Freitagen dann Gäste, die sagen, ja, wir sind ja nicht nur, wenn wir überwintern am Strand, was kann man denn machen? Aber die wussten das natürlich, die haben das volle Programm. Und sind dann auch dementsprechend viel unterwegs und nutzen das schöne Wetter und das Angebot. Ja, und auch die Motorradfahrer sind unterwegs. Eine schöner wie die andere, eine Maschine. Ja, und wenn kein Parkplatz mehr ist, dann fährt man ganz einfach auf den Gehsteig hoch. Also die Motorräder meine ich nicht, sondern Autos machen das auch.
Also hier hat man für alt und jung was. Hier kann man gucken, mitmachen, schauen. Schön sowas zu sehen. Friedlich, ruhig, unkompliziert. Schön, schön, schön. Also ich finde sowas gut, die Mischung macht's. Ja, und das komplette Video, das könnt ihr dann bei Conny Canarias sehen. Ich mache jetzt den Weg. Und dann geht's wohl weiter. Da ist dann Folklore, kanarische Folklore. So, und jetzt überqueren wir den Barranco. Und die Frage, wo er anfängt, kann ich euch jetzt auch beantworten. Nämlich hier. Hier ab hier wurde er künstlich geschaffen. Da vorne ist dieses natürliche Flussbett. Und ab hier, ihr seht es ja, wurde er in dieses Bett hineingeleitet. Oder der Barranco wurde dafür gemacht, um das geordnete Wasser geordnet abfließen zu lassen. So, eintauchen hier in, das wäre ja schön mit einer 360-Grad-Kamera jetzt wieder. Hier sind richtig viele Leute unterwegs. So, ja, was wollte ich sagen? Kostenlos alles, leicht zu erreichen. Und hier ist die kanarische Welt. Zu Hause, Campo 3 heißt es hier. Campo 3. Der Blick hier in die Berge, Wetter, ich schätze mal so 23, 24 Grad. Und hier gibt es Eis vom Auto. So, dann gehen wir hier mal über die Straße. Parkplätze hier doch immer noch frei, also hier. So, und hier geht's hinein. Und ihr hört schon die kanarischen Klänge. Ist Eintritt frei. Ja, hier ist richtig was los. Hier wird man begrüßt mit Hola. Und hier Folklore und Tanz. Volksfeststimmung. Hat nichts mit dem Karneval zu tun, nein. So, und hier geht man einfach den Menschen nach. So. So, dann tauchen wir mal mit ein. In die Masse. Mit kanarischer Folklore. Von
Feria, Kilometer 0 heißt es hier. So, und ich zeige euch mal die Köstlichkeiten, die es hier gibt. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Das wird die Conny machen. Dann seid ihr bei Conny Canarias. Ich mache jetzt hier mal einen Streifzug. So, Käse. Ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also, alles Weitere seht ihr bei Conny Canarias. Ich genieße jetzt ganz einfach mal hier den Rundgang. Und hier beim Käse stehen sie alle. Ist aber auch gut, der Käse hier. Ja, dann möchte ich mich doch nochmal der kanarischen Folklore widmen. Die eine Gruppe hat gerade aufgehört und ging gerade weg. Vielleicht kommt eine neue nach. Wo stellt man sich hin? Am besten da, wo die Kameramänner stehen. Die stehen nämlich hier. Hier sind kostenlos natürlich Sitze, Stühle für die Menschen, die sich setzen möchten und zuhören. Also ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Wir nutzen das Ganze für einen kleinen Rundgang hier. Ja, alles sehr unkompliziert und sehr gesittet und sehr ruhig, muss ich sagen. Man fühlt sich wohl. Hier seht ihr typisch alles gemischt. Einheimische, Touristen. Und hier gibt es auch was zu trinken. Ja, aber jetzt um die Zeit noch kein Bier. Nein. So, ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht mitten auf der Tanzfläche stehe, denn das schaut hier genauso aus. Da ist die Kapelle, die jetzt aufbaut. Hier sitzen die Menschen und was ist dazwischen? Normalerweise die Tanzfläche. Ja, alle in ihren schicken Kostümen und Trachten. Das ist schon was Besonderes. Sind stolz auf ihre Tradition, auf ihre Herkunft, auf ihre Geschichte. Und ich finde das gut so. Ja, im Moment ist leider Pause. Die Musikgruppen ordnen und sortieren sich oder die machen ja vielleicht. Ja doch, es scheint Bewegung reinzukommen hier auf die Bühne. Ja, Realität mal anders. Schön alles geschmückt und ordentlich zurechtgemacht mit Blumen und alles offen und frei und ohne Betonsperren und Abdeckungen. Man wünscht sich das eigentlich überall, aber leider ist es nicht so. So, die Artisten werden gerade noch verkabelt. Ja, und bei Conny seht ihr dann auch so ein paar kleine Einblicke in das historische Gran Canaria in puncto Trachten und
ihre schönen Sachen, die sie anhaben, ihre Kostüme, Trachten heißt es. So, dann habe ich mir doch mal einen Stuhl hier gegriffen, der gerade frei wurde, und habe jetzt hier voll einen schönen Blick auf die Bühne. Ich hoffe ja, dass sie dann doch bald anfangen. Ja, wenn es am schönsten ist, dann soll man nach Hause gehen. Na, langsam wird es Zeit, und hier ist die nächste Ausstellung. Und zwar in Valle Seco am 11. bis 12. Mai 2024, also bald. Wer Lust hat, Feria Kilometer 0 Gran Canaria. Nächste Ausstellung in Valle Seco, 11. bis 12. Mai. So, nochmal ein kleiner Rundblick hier. Und ich sage, es war schön. Viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder hier. So, und wenn wir schon unterwegs sind, dann gehen wir auch mal bei dem Trödelmarkt vorbei. Wir müssen eh die Richtung, und dann wählen wir ganz einfach diesen Weg. Also, es war sehr schön, emotional. Ja, das ist die Lebensfreude, die hier spürbar ist. Und wenn solche Veranstaltungen sind, dann sollte man da auch mal hinschauen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich hier komplett verschließen und nichts mit niemanden und nichts zu tun haben wollen. So, und da ist er. Unverhofft kommt oft. Hallo. Guten Tag, servus. Warte mal. Und man trifft immer wieder Bekannte, ganz klar. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei den Menschen, die hier ja nichts mitmachen und sich sozusagen damit selber ein Bein stellen und ausgrenzen. So, ich gehe jetzt mal hier und schalte mal hier ab. Hier sind mir zu viele Leute. Das ist der Trödelmarkt, und ich schaue mir jetzt nicht diese Sachen an. Ich sag's euch nur, hier könnt ihr fündig werden, wenn ihr euch einrichten wollt oder was loswerden wollt. So. Wieder am Barranco. Wir gehen jetzt den kurzen Weg, und zwar am Holiday World vorbei. Übrigens, hier gibt es auch Parkplätze da vorne, wo die beiden laufen. Links ist die Einfahrt. Wenn ihr hier einen Parkplatz sucht, in der Tiefgarage werdet ihr fündig, und da kann man auch sein Auto pflegen und waschen lassen. Also innen und außen ist auch die Möglichkeit. So, mit diesen Bildern möchte ich mich jetzt verabschieden und sage bis später. Ja, vielleicht sehen wir uns beim Essen zufällig, und vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Nachschlag heute. Mal sehen, wie wir uns verabreden. Und Nachschlag? Nachschlag, Essen? Ja, Hunger. Nachschlag, Essen, Hunger. Ja, nein, aber wir haben auch ja noch gar nicht richtig gefrühstückt, und man denkt schon wieder ans Abendessen. Also mit diesen Bildern, hasta luego, bis später.